Hallo, liebe Zuschauer, mein Name ist Marion Beach und ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserem Expertenportal für esoterische Lebensberatung. Ja, liebe Zuschauer, noch vor kurzem haben wir ausgelassen Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt und schon sind wir wieder im Monat Juni, auch wenn das Wetter es nicht immer vermuten lässt und somit im Sternzeichen der Zwillinge. Und um die Zwillinge geht es jetzt auch. Mithilfe der Lenormand-Karten möchte ich Ihnen die Tendenzen aufzeigen, die die Zwillinge im Juni erwarten. Das Kartenblatt für die Zwillinge kündigt Veränderungen an. Veränderungen im Bereich der Arbeit, im privaten Umfeld und auch im Bereich der Verbindlichkeiten und Verträge. In der Arbeit werden Neuerungen auf Sie zukommen, über die Sie noch Nachrichten und Informationen erhalten. Und auch wenn es sich nur um kleine Veränderungen handelt, so sollten Sie doch darauf vorbereitet sein. Halten Sie Ihre Dokumente auf den Laufenden, sonst könnten Sie Unklarheiten erwarten. Auch im privaten Bereich erreichen Sie siegessichere Nachrichten. Im Bereich der Verbindlichkeiten und Verträge könnten Unklarheiten auf Sie zukommen. Seien Sie darauf vorbereitet, gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt, liebe Zwillinge, und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, denn damit lässt sich so manches Problem umschiffen. So, jetzt möchte ich noch eine Engelbotschaft für Sie ziehen, die Sie durch den Monat Juni begleiten wird. Es geht um die Geduld, liebe Zwillinge. Vertraue darauf, dass die höheren Mächte des Lebens genau wissen, was am besten für dich ist. Denke daran, wenn du auf etwas warten musst, was du dir vom Leben wünschst, so ist das in Wirklichkeit nur eine Zeit der Vorbereitung auf etwas noch viel Besseres. Also ändere deine Einstellung und nimm alles so, wie es kommt. Rege dich nicht auf, sondern nutze die Zeit, um eine Bilanz deines Lebens zu ziehen. Bitte deinen Engel, während dieser Wartezeit schützend seine Flügel über dich zu halten, damit du auf die göttlichen Eingebungen horchen kannst. Lasse dich nicht dazu hinreißen, irgendwelchen Hirngespinsten deines niedrigeren Willens nachzujagen, denn das ist eine Jagd, die nichts bringt. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und du innerlich erfrischt und reif dafür bist, wird sich die nächste Tür für dich öffnen. Geduld wird stets belohnt. Liebe Zwillinge, die Affirmation lautet: Alles geschieht immer genau dann, wenn die Zeit dafür reif ist. So, liebe Zuschauer, wenn auch Sie jetzt neugierig geworden sein sollten, wenn Sie gespannt sind, was Ihr ganz persönliches Kartenblatt für Sie aufzeigen könnte, welche Tendenzen sich für Sie ergeben in den Bereichen Liebe, Partnerschaft, Beruf und Finanzen, dann können Sie mich unter der unten angezeigten Telefonnummer erreichen. Während der Woche stehe ich für Sie von morgens bis abends zur Verfügung, mit kleinen Pausen natürlich, und auch am Wochenende bin ich stundenweise für Sie erreichbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer, und freue mich auf Ihren Anruf.